Die DLRG empfiehlt nachdrücklich, nur bewachte Badestellen aufzusuchen, da die weitaus größte Zahl dieser Verunglückten an unbewachten Binnengewässern starben. Nichtschwimmer und Schwimmer sind gleichermaßen gefährdet, da Leichtsinn und Selbstüberschätzung oft mit im Spiel waren. Jeder Mensch sollte schwimmen können und jeder Schwimmer auch zur Rettung aus Wassergefahren fähig sein. Lernen Sie, sich und anderen zu helfen und besuchen Sie einen Rettungsschwimmkurs bei einer DLRG-Ortsgruppe im Landkreis Nienburg. Hey, jetzt hört mir mal gut zu, all ihr Kinder groß und klein, denn es gelten viele Regeln, wenn ihr geht ins Wasser rein. Und nun passt mir mal gut auf, denn ihr geht ja nicht ins Bett. Nein, das ist dir doch der super coole Baderegel-Rap. Los komm, lerne, was dir hilft, wenn es schlecht geht dir im Wasser. Wenn ein Krampf, ein Strudel, eine Strömung wirft dich um und du bist ein Typ mit vollem Bauch, schwimmen, Hasser. Auch ganz leer geht nun gar nicht, du bist doch nicht etwa dumm. Wenn du es noch nicht ganz drauf hast, geh nur bis zur Brust hinein. Und auch wenn du es schon kannst, spring nicht einfach so da rein. Denn du musst da erstmal gucken, ob es tief genug und frei ist. Sonst knallst du auf einen rauf und das gibt nur Heulerei. Oh, kennst du das Ufer nicht, denke immer schön daran. Die Gefahren, die da lauern, springen dich ganz plötzlich an. Deshalb meide immer sumpfiges und schlickiges Gewässer, denn nicht pflanzengrün, nicht wachsen ist, nein, klares Nass ist besser. Und jetzt pass mal weiter auf, es kommt doch mal richtig fett. Was soll das denn hier wohl heißen, keine Badezone? Was? Doch wo Schiffe immer fahren, macht das Baden keinen Spaß. Und es ist doch noch verboten, zu gefährlich ist es hier. Bei den Buhnenschleusen wehren ist nicht unser Schwimmrevier. Wenn der Blitz vom Himmel knallt, bleib du lieber mal an Land. Denn im Wasser kannst du sterben, hat der Blitz sich dort geschrammt. Ist dann wieder klare Luft, hüpfst du mit Karacho rein. Doch mach nur, was du auch kannst und teil dir deine Kräfte ein. Was im Nassen so schön quietscht, kann doch sehr gefährlich sein. Luftmatratzen, Autoschläuche, Gummitiere, fall nicht rein. Sei dabei auch stets bestrebt, hier beim Baden nett zu sein. Nimm doch Rücksicht auf vor allem bei den kleinen Kinderlein. An der fremden Meeresküste droht besondere Gefahr. Frag die Leute, die hier wohnen, denn sie wissen es, na klar. Halt das Wasser auch schön sauber, wenn du musst, geh doch aufs Klo. Und zum Waschen ist die Dusche für die Arme, Haar und Po. Wenn du rauskommst aus dem Wasser, zieh dich aus und trockne dich. Nicht zu lange in die Sonne, sonst bekommst du noch einen Stich. Und zu guter Letzt ein Rat von mir, so super cool wie gut. Ruf nur Hilfe, wenn du sie auch brauchst, jetzt anderen in Not. Und jetzt hast du es wohl geschnallt. Dieses Lied ist wirklich fett. Denn das war ja auch der super coole Baderegel-Rap. Und jetzt hast du es wohl geschnallt. Dieses Lied ist wirklich fett. Denn das war ja auch der super coole Baderegel-Rap.